Don't you know when the wind don't blow, the red dead sun burning up our homes. Ich glaube, jetzt habe ich ihn verloren, ne? Stehen aber auch wieder welche. Und wir probieren das nochmal. Nehmen uns einen raus. Den schwarzen. Den schwarzen. Den schwarzen. Ich will den schwarzen. Scheiße, ist der schnell. Hab dich! Was ein schöner Kerl. Das ist auch ein schöner Kerl. Bleib lieb. Ganz brav. Brav. Und los geht's. Was jetzt? Alter, auch noch die Dings runter. Du auch ein schöner Kerl. Easy now. Easy, easy. Come on now, easy. Und los geht's. Halt dich auf den Gaul jetzt. Der bockt aber auch wie Scheiße. Du hast das Pferd jetzt zugeritten, aber es hat immer noch einige Eigenschaften eines Wildpferdes. Steigere die Verbundenheit zu ihm, damit es gehorsamer wird. Es ist meins! Es ist mein erstes Wildpferd. Und was für ein schöner Kerl. Ach, wie geil. Nee, Quatsch. Ach so, können wir wieder wegpacken. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir müssen ja... Was bist denn du eigentlich für ein Pferd? Wenn ich mal so fragen darf. Das sind auch ein American Paint, so wie meiner. Was ist dein... Ach nee, Quatsch. Ah, jetzt gucke ich auf mein Pferd. Ich will doch das hier. Kentucky Settler ist das. Rappe. Ja, geil. Sehr cool. Was habe ich noch gesagt vor ein paar... Alter, meiner knödelt gerade. Gesagt, ich will einen Rappen. Und jetzt habe ich einen Rappen. Ich habe mein erstes Pferd gezähmt. Dudai, Dudai. Und ich reite ins Feuer rein. Dudai, Dudai, Day. So, das heißt, ich müsste eigentlich... Die Ego-Perspektive im Übrigen vom Pferd. Kannst du hier? Da sitze ich. Oh, mein Sattel sieht bestimmt so schön aus auf dem.
Da müsste ich ja jetzt eigentlich nochmal schnell nach. Na, ihr wisst schon. Wie gut, dass ich komplett am anderen Ende bin. Gibt's hier nicht auch irgendwo einen Stall, wo ich gerade bin? Fehler. So, das ist ja nur diese Ranch. Kacke. Das heißt, ich muss echt jetzt hier rüber nach Valentine reiten. Ah ja, gut, okay. Dann reiten wir mal nach Valentine. Komm, wir reiten mal in der Ego-Perspektive. Ich finde auch lustig. Schlange, glaube ich, gell? Mal gucken. Ruhig. Was ist sie denn? Ruhig, mein Schwarzer. Alles gut. Komm, wir passen dir jetzt mal meinen Sattel an. Erstmal kriegst du jetzt was zu mampfen, sehe ich gerade. Du bist ja komplett hungrig. Guck mal. Weil du so ein Lieber bist. Sehr schön. Ach, was ein schönes Pferd. Ich freue mich. Mein erstes Pferd gefangen, du dei. Wo ist denn eigentlich? Achso, das ist ja noch nicht mein Pferd. Ich wollte gerade meinen Hut wieder aufsetzen, aber das ist ja noch gar nicht mein Pferd. Ich muss ja erstmal einen Sattel draufziehen. Ich glaube, wenn wir Wildpferde abgeben, weil die sind ja nicht geklaut. Und das sehen die ja, glaube ich, auch, dass das Wildpferde sind. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ich da mehr Geld für kriege. Aber den Rappen hier behalte ich auf jeden Fall. Was ein schönes Tier. Ach, wie schön. I ain't hearing no more of this. I won that game fair and square. Shit, fair and square my ass. Was ein schöner Kerl. Was verkaufen $2? Willst du mich veräppeln? I gotta pay you a little less because of the missing paperwork, okay? Missing paper. Alter, das ist ein Wildpferd, du Io. So, den satteln wir jetzt auch auf. Oh. Nobel, Hubel. Oh, ist das schön. Was für ein schönes Tier. Es ist zwar dreckig gerade, aber das haben wir gleich. Erstmal Pferd putzen jetzt hier. Pferd striegeln, danke.
das Fell glänzt. Krass. Pferdeinventar. Können wir dir noch irgendwas Gutes tun? Nee, du bist komplett voll. Alles klar. So, Herzelein. Jetzt müssen wir zum John. Und der ist wahrscheinlich wieder in Buxtehude Süd. Ja, ganz da unten. Ne, der ist wieder im Lager. Okay. Ja, komm, dann reiten wir zurück ins Lager. Ist ja schnell passiert. Was ist das hier eigentlich? What the heck? Ist das ein Jahrmarkt hier? Der war doch vorhin noch nicht da. Hello, here for a ticket to the show? 50 Cent Karte kaufen? Which show is it today? We are showing the bear today. Okay, dann 50 Cent, die habe ich. Right then, just head inside the tent. Cool. Kann ich mich hinsetzen? Hier irgendwo? Ja. Setze ich mich mal hier nach hinten. Folks, I'm gonna tell you a morality tale from when our country was young, that the settlers used to tell about the woods of Massachusetts and the creatures that lived there. One summer, a bear was by the stream, and old man Wind appeared and said, Bear, I shall blow a mighty cold upon the land. Engorge yourself on fish and meat and go find a den. Then sleep, not for one night, but for 60. Go tell all the animals of the forest what I have told you. Bear was sad because the fish were his friends, and now he had to eat them. But he knew to do whatever the wind told him. The animals of the forest often teased Bear and said he was slow and lazy and foolish for listening to old man Wind. You're talking to the wind again, eh? Laughed the rabbit. I think Bear has finally taken leave of his senses, said the turtle, and he's getting so rotund that even I could outrun him. I'm smart and quick, said Rabbit. I'll outrun old man Wind if he comes a-calling, or you, since you're into eating your friends. The turtle said, if Wind comes, I'll just hide in my shell. That's the coolest thing. Then Bear went and warned Coyote and Possum that they should prepare for a long, cold winter. It's so hot, said the Coyote. There's plenty of time. The lazy Possum said, well, there's an abundance of food. Maybe I'll just store some in my pouch. Even his squirrel friends made fun of Bear. They laughed and laughed and squibbled and squabbled. Chunky needs a nap. Fatty Goody Two Shoes does what he's told. Bear was very sad. But he was a good bear, and he always did what old man Wind told him. He went and found a den, snuggled inside, and fell fast asleep. Bear snored and snored for many days. When he woke up, he saw spring had come. He was very hungry, so he walked outside. As the snow melted, he saw all his friends who hadn't listened frozen and just ready to be eaten. And that's why the bear hibernates. So listen to your elders and do just what you're told. Eine schöne Lektion. Kann ich auch klatschen? Das war toll. Kommt noch was? Nee, scheinbar nicht. Gut. Das war Kino zur Jahrhundertwende um 1900. Cool, oder? Danke.
Ja, aber Fett aufsteigen in der Ego wird mir ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Aber das war mal cool. War eine Abwechslung. In den Großstädten soll es auch große Theatren geben, wo richtige Aufführungen stattfinden. Müssen wir da mal gucken, wenn wir mal in der größeren Stadt sind. Also wirklich in der Stadt und nicht hier in so einem Kaff. Weil das kommt auf jeden Fall noch, das weiß ich. Alter! Kannst du mir erzählen, was du da treibst? Das war... Ich habe einen Crash-Test-Dummy-Gaul. Es scheint aber irgendwie an mir zu liegen. Und an meinem Reizstil. Ich könnte auch mal was essen, sehe ich gerade. Halt. Was habe ich denn jetzt wieder? Irgendwas habe ich jetzt wieder genommen. Was ich nicht hätte nehmen sollen. Ich öffne mal... Mit Thymian. Lecker, lecker. Was haben wir noch? Okay, das bringt mir aber nicht viel. Was haben wir hier? Ach, das war wieder das Oregano. Gesundheit, der da erheblich auf. Bräuchte was Dings auffüllt. Leben und... Ja, komm, das ist zack. Jetzt geht's uns auch wieder ein bisschen besser. Ich werde noch richtig fett hier, wenn ich weiter so fresse. Auf dem Weg ins Camp. Wir sind ja gleich da. Warte mal gerade. Ich nehme mal meinen Bogen mit. Mal noch ein paar Tiere jagen. Super, eben war hier noch alles voller Viecher. Kaum habe ich einen Bogen wieder in der Hand. Typisch ist. Oh, euer Ernst? Dachte, ich hätte da sich was bewegen sehen.
Der Einzige, der wieder hier müffelt, bin ich. Unten läuft was. Oh, wilde Möhre, sehr schön. Hier. Was ist das hier? Aufgabe. Ich habe schon das Maximale, okay. Das ist. Okay. Das Holz von den Ästen knarrt hier im Wind, das ist so krass. Ja, die Viecher machen sich doch über mich lustig, oder? Also liebes Rockstar-Team, die Welt ist super belebt, aber nur dann, wenn ich auf dem Gaul sitze. Habe ich einen Bogen in der Hand, war's das. Dann sind die Viecher alle zu Tisch. Echt unfassbar. Aber weh, ich steige jetzt wieder auf meinen Gaul. Dann tobt ihr wieder... Ich bin's, Bill. Dumbass. Hope you had a good old time while I've been stuck standing here. Ja, John. Ich hab alles besorgt. Good. And you? Got everything we need. Good. I think we need another man. Charles? I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. See you, Arthur. Ain't that dumb. Next time, let the wolves eat all your brain. Then you'll be a genius. Mach doch nicht immer den John so fertig. So, ist hier eigentlich irgendwo was, wo ich mich waschen kann in unserem Camp?
Da laufen wir hier im Camp immer alle dreckig rum. Thank you, Mr. Morgan. Thank you. Alter, geh mir doch nicht auf den Keks. Schon wieder der Kacke. Hör auf jetzt! Ich erschieß den noch. Ich schwör, ich erschieß den. Can this wait till later? Okay. Sorry. No problem. Geh einfach weiter. So, ich rasiere mich noch schnell. So ordentlich aussehen. Bin schon ganz schön dreckig, mein lieber Herr Gesangsverein. Ich bin nirgendwo was, wo man sich waschen kann. Oh Mann. Gegenstand spenden. Was haben wir denn hier? Wertgegenstände. $7 spenden. $4. Dollar. Was haben wir noch so? Ja, nicht übertreiben. Was brauche ich noch für mich? Da können wir einen behalten wir. Können wir noch spenden. Taschenuhren. $10. Die könnten wir eigentlich zum Hehler bringen, oder? Jetzt in dem Kontrollbuch, ich verstehe das immer noch nicht so ganz. In dem Kontrollbuch kann man da Sachen fürs Camp kaufen oder da steht nur drin, hier doch Vorräte des Arzneiwagens, bla bla bla. Ja, das machen wir jetzt mal. Wir kaufen das jetzt mal. Ach, okay, wenn ich jetzt hier das ist auffüllen und das ist einfach nur die Dings erhöhen, was es alles gibt. Füllen. Wir können auch, wir machen das auch mal. Es geht ja alles von der Dingskasse raus, nicht von meiner. Erst wenn ich die Kasse geleert habe, geht es von der raus. Was haben wir noch? Munition auffüllen, $8. Jetzt geht es von meinem ab. Was ist das hier? Das Unterkunft verbessern für 220. Ja, nee. 300 fertig, 175. Hühnerstall kaufen, alle Eintöpfe erhalten etwas Nahrhaftes und Gewinn. Wir wären ein Dead-Eye-Schub. Wir haben jetzt das Pferd, wir haben uns ausgestattet, wir haben die Waffe ausgestattet, komm. Gib's den Armen. Du hast $250 in die Spendendose der Bande gesteckt. Und wir haben jetzt einen kleinen rollbaren Hühnerstall. Der ist geil. Gut, dann wissen wir ja, auf was wir jetzt als nächstes sparen. Einwandfrei. So, Essen haben wir, Munition haben wir. Das ist jetzt eigentlich alles voll. Saved Mr. Bell from a hanging? I'm sorry. Well, I suppose he'd do the same for you. Exactly. We're all in this together, Mr. Morgan. I know you know that. Of course, Miss Grimshaw.
Hi, Arthur. Abigail. Come here a minute. Was kann ich für dich tun? Can I ask you a favor? Probably not. Very funny. Would you do something with Jack? Machen wir doch gerade. He seems kind of down. Achso, all this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because you do what you say. Please? Okay. I'll take him in the morning. Thank you. Ich sollte mich echt mal waschen. Sehe scheiße aus. Okay, ich sollte nicht die Quests annehmen, wenn ich schon eine andere am Laufen habe. Wieso pennt er mit dem Bogen auf dem Rücken? Begib dich zu Jack. Boah, die Sonne. Fahrt euch das mal rein, die Sonnenstrahlen. Der Morgennebel. Wie geil das aussieht. Das ist einfach nur super geil.